Die Caritas-Werkstatt am Tag nach der furchtbaren Katastrophe. Fassungslosigkeit und Entsetzen sind spürbar. 14 tote Menschen, 11 Frauen und 3 Männer. Die ganze Nacht über haben Psychologen und Seelsorger Angehörige der Opfer und Überlebende betreut. Es ist ein Tag der Trauer in TTC-Neustadt. Die Polizei hat inzwischen eine 60-köpfige Sonderkommission gebildet. Die Ermittler müssen auch klären, warum sich das Feuer so schnell und ungehindert ausbreiten konnte. Über die Entstehung können wir noch nichts Genaues sagen, weil wir die Brandursache noch nicht endgültig geklärt haben. Aber als es zum Brand gekommen war, muss sich der sehr schnell mit großer Hitze entwickelt haben. Es muss zu einer gewaltigen Rauchentwicklung gekommen sein. Zeugen wollen vor dem Brand mehrere Explosionen gehört haben, doch dafür gibt es von der Polizei noch keine offizielle Bestätigung. Laut Feuerwehr galten für die Behindertenwerkstatt spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Die soll gut auf den Notfall vorbereitet gewesen sein. Hinweise auf Mängel beim Brandschutz gibt es bislang nicht. Auch im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Übungen durch die Feuerwehr wäre das sicherlich auch in Erscheinung getreten, wenn es dort Mängel gegeben hätte, aber da gab es nie eine negative Rückmeldung. Der Caritas-Verband, der für die Werkstatt verantwortlich ist, kündigte unterdessen an, noch einmal alle Einsatz- und Nothilfepläne genau zu überprüfen.